Ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Jähne. Ich bin der ärztliche Direktor der Oberberg-Fachklinik Rhein-Jura in Bad Säckingen. Und ich heiße Sie alle heute ganz herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sommerabend zum Start unserer Fortbildungsreihe zu psychiatrisch und psychosomatischen Problemstellungen in der hausärztlichen Praxis. Wir wollen in den nächsten Wochen mit Ihnen gemeinsam verschiedene Aspekte dieser Zusammenarbeit zwischen allgemeinmedizinischen, internistischen und psychiatrisch-psychosomatischen Fragestellungen erörtern. Und wir starten heute mit dem Thema Diabetes und Psyche. Bevor ich an die Moderation abgebe, kommen noch ein paar technische Hinweise. Sie sind in der Webinarfunktion von Zoom, also eine Plattform, die Sie wahrscheinlich alle kennen von den Meetings seit Corona. Die Webinarfunktion ist noch ein bisschen mehr auf Präsentation ausgerichtet. Das heißt, relativ konkret, Ihre Mikrofone und Kameras sind deaktiviert. Das hat den Grund, dass wir die Bandbreite der Übertragung reduzieren wollen und möglichst Ihnen ein gutes Bild und einen guten Ton präsentieren. Das heißt aber nicht, dass Sie stumm bleiben müssen. Wir freuen uns natürlich über interaktive Diskussionen mit Ihnen. Dazu nutzen Sie aber bitte die F und A-Funktion, also oder Q und A, wenn Sie die englischsprachige Version haben, unten oder oben an der schwarzen Menüleiste. Wenn Sie dort draufklicken, kommen Sie in einen Chat. Dort können Sie Ihre Frage hineinschreiben und wir können sie lesen. Wir werden die Fragen hier clustern und zusammenfassen und am Ende des Webinars oder des Vortrages dann diskutieren. Genau, also bitte nutzen Sie die recht rege, aber eben bitte nicht übers Mikrofon, das funktioniert nicht. Wir wollen das Webinar aufzeichnen und hinterher auf der Internetseite auf unserer Mediathek zur Verfügung stellen. Heißt aber für Sie, Sie werden anonym bleiben, Sie wird man nicht sehen, egal, auch der Chat wird nicht aufgezeichnet. Nur wir sozusagen als Referenten sind diejenigen, die sichtbar sind. Das Webinar ist zertifiziert mit 2 CME-Punkten von der Ärztekammer in Baden-Württemberg. Das heißt aber, die bekommen Sie nur, wenn Sie 90% der Webinarzeit anwesend waren. Und Sie bekommen die dann tatsächlich zugeschickt an die E-Mail-Adresse, über die Sie sich angemeldet haben für das Webinar. Falls es Fragen zum Datenschutz oder andere technische Wünsche und Diskussionen nochmal gibt, dann bitte schauen Sie gerne bei uns auf der Homepage nach. Dort steht das relativ detailliert beschrieben. So, und jetzt heiße ich unsere drei Referenten willkommen. Ganz besonders heiße ich aber Herrn Professor Berger willkommen, der ehemalige ärztliche Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Freiburg und der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates der Oberberg-Gruppe, der heute Abend die Moderation übernehmen muss und darf. Und ich freue mich sehr, vielleicht auch ein bisschen aus familiären Gründen. Sie werden wahrscheinlich seinen Bruder, Herrn Michael Berger, kennen, der in Kreisen der Diabetologie sehr weit bekannt ist. Und das symbolisiert heute so ein bisschen auch die Idee dieser Fortbildungsreihe, das Miteinander von allgemeinmedizinischen und von psychiatrisch-psychologisch und psychosomatischen Themen. Herr Berger, willkommen und wir freuen uns auf das Webinar. Ja, vielen Dank, Herr Jähne. Und muss kann hier keine Rede sein. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ein Thema, das mich schon immer umtreibt, nicht nur durch meinen Bruder, meinen großen Bruder, der eben Diabetologe war, sondern eben, weil eben hier gerade mit Depression und Diabetes zwei riesige Volkskrankheiten aufeinandertreffen. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich, freue mich sehr, dass Sie sich auch für das Thema interessieren. Und ich nehme an, wir werden einen spannenden Abend haben. Wir haben zwei Referenten, Herrn Dr. Übel, der eine Gemeinschaftspraxis, eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis mit dem Schwerpunkt Diabetologie in Ittlingen und in Neckargemünd, Kleingemünd betreibt. Seine Praxis ist eine Lehrpraxis der Allgemeinmedizin der Universität Heidelberg. Außerdem ist er Lehrbeauftragter der Allgemeinmedizin in Würzburg.
Und der zweite Referent ist der leitende Arzt Dr. Bauer der Rhein-Jura-Klinik. Er ist Internist und Diabetologe, war auch Oberarzt an einem Diabeteszentrum in Bad Kissingen, bevor er dann vor 8 Jahren zur Psychosomatik gewechselt ist, den Facharzt für Psychosomatik erworben hat und jetzt die Abteilung für Psychosomatik mit den Schwerpunkten eben Diabetologie, Schmerzmedizin, somatoforme Störungen leitet und erreicht hat, gerade in letzter Zeit, dass die Klinik zertifiziert ist für Diabetespatienten als eine geeignete Klinik. Also wir haben einen profilierten, niedergelassenen Hausarzt mit diabetologischen Kenntnissen und einen Psychosomatiker und sind gespannt, wie die beiden miteinander kommunizieren. Und dann darf ich jetzt erstmal Herrn Dr. Übel um sein einführendes Referat aus hausärztlich-diabetologischer Sicht bitten. Okay, man hört mich? Ja, sehr gut. Groß und dann sollte das auch funktionieren. Ja, wer über Diabetes spricht, sollte auch immer seine Interessenskonflikte beurteilen oder nennen. Ich kann ja sagen, mit der Pharmaindustrie habe ich keine, aber natürlich habe ich Interessenskonflikte, wie Sie wahrscheinlich da draußen auch, weil ich mit dem, über was ich hier referiere, doch auch ganz ordentlich Geld verdiene. Und insofern muss das schon am Anfang auch gesagt werden. Wenn wir jetzt in einer anständigen Gruppe hier im Kreise säßen, dann würde ich von Ihnen bitte mir wünschen, dass Sie mal Diabetes-Assoziationen haben. Was fällt Ihnen ein beim Thema Diabetes? Da uns jetzt vorhin die Zeit auch noch ein bisschen abgekürzt wurde auf 20 Uhr, müssen Sie das jetzt, glaube ich, vor allem für sich selbst mal beantworten. Einfach im Kopf mal nachdenken, was über Menschen mit Diabetes Ihnen einfällt, Menschen mit Diabetes sind, welche Attribute haben Sie da, Menschen, die mit Diabetes haben, was für Probleme haben die und Menschen mit Diabetes sollten, was man halt den Patienten ganz gerne sagt, was sie sollten. Da kommen doch Sachen zustande, die sehr häufig die gleichen sind. Ich bin tatsächlich noch an der Universität Würzburg und das ist halt einfach jetzt so. Ich wollte Sie darauf hinweisen, dass die nationale Versorgungsleitlinie jetzt in der 3. Variante vor kurzem frisch im Netz zu finden ein ganz neues Kapitel hat, das heißt partizipative Entscheidungsfindung und Shared Decision Making. Und als Herr Bauer und ich uns vorbereitet haben auf den heutigen Abend, war das so ein Thema, wo wir uns gedacht haben, da müsste man eigentlich mal drüber reden. Und ich wollte Ihnen so ein paar Sachen aus diesem Shared Decision Making machen, weil da ist tatsächlich richtig viel Neues. Viel Neues aus der, so von den Seiten der DDG, aber auch die anderen Fachgesellschaften haben da mitgemacht. Und dann wird dort gesprochen, was ist denn mit diesen Patienten, an die Sie eben gedacht haben, die ihre individuellen Therapieziele nicht erreichen. Früher nannte man das Compliance, das ist jetzt politisch unkorrekt, mittlerweile heißt es Non-Adherenz. Und die Non-Adherenz von den Patienten, da sollen wir drüber nachdenken. Aber was die wenigsten Ärztinnen und Ärzte sich hier hätten denken lassen können, dass diese Analyse, die man auf Seiten der Patienten macht, laut dieser Leitlinie auch auf den Seiten der Behandelten stattzufinden hat. Die Leitlinie spricht erstmalig, und das ist tatsächlich neu und das ist sehr spannend, weil es aus der Psychosomatik der Deutschen Diabetesgesellschaft tatsächlich irgendwie von innen heraus entstanden ist. Die spricht das erste Mal darüber, dass Ärztinnen und Ärzte sich über die Faktoren, die dazu führen, dass das Team Arzt, Patient, Patient, Arzt nicht zufrieden ist, dass die Faktoren auf sie bei sich selber suchen sollen. Also eine Analyse von Faktoren auf Seite der Behandelnden. Und ich wollte das jetzt einfach an einem schönen Beispiel festmachen, was wir uns auch vorher überlegt haben.
Sie wissen, dass Diabetes sehr häufig mit dem Attribut dick verbunden wird. Und viele der Sachen ist, man muss doch einfach nur mal abnehmen. Und ich wollte mit Ihnen so einen Test machen, den wir natürlich jetzt nicht online machen können. Aber ich habe ihn schon vor vielen Ärzten und Ärztinnengruppen gemacht und habe diesen Test nachher aus Stuttgart im Vortrag auch Ihnen gezeigt, wie Ärzte und Ärztinnen so ticken. Vielleicht bei Ihnen ein bisschen anders, weil Sie ja schon mit dem Thema Psychosomatik sich bei diesem Antrag, bei diesem Vortrag angemeldet haben. Aber lesen Sie sich die Fragen einfach mal durch und fragen Sie sich, wie Sie selbst antworten würden. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dick zu sein. Wenn dicke Leute wirklich abnehmen wollten, dann könnten sie es. Dicke Leute essen nicht notwendigerweise mehr als andere Leute. Frage ist jetzt ein bisschen in die andere Richtung natürlich. Sie jetzt hier zustimmen, war das vorher nicht, wie Sie vorher nicht zugestimmt haben. Die meisten Dicken kaufen zu viel ungesundes Essen. Dicke Menschen haben keine Willenskraft. Dass Dicksein genetisch verursacht wird, ist bloß eine Entschuldigung. Machen Sie sich mal einen Haken hin, ob Sie hier A oder E oder was dazwischen ankreuzen würden. Wenn dicke Leute wüssten, wie schlimm sie aussehen, würden sie abnehmen. Die meisten Dicken schieben alle möglichen Entschuldigungen dafür vor, dass sie dick sind. Die meisten dicken Menschen sind einfach nur faul. Was hier gesagt wurde, stammt nicht etwa aus irgendwelchen radikalen Ecken, sondern das haben Betroffene selbst zusammengefasst und einen Test gemacht, der nun seit 2012, glaube ich, online ist und läuft und auch mehrfach schon publiziert wurde. Und letztlich steht da drin eigentlich nur die Vorurteile, die wir den Dicken gegenüber entgegenbringen. Da steht jetzt, Dicke sind selbst schuld, sie haben fehlendes Engagement, sie sind zu dumm zum Einkaufen, haben eine fehlende Willenskraft, haben Ausreden, sind hässlich und faul. Wer sich an deutsche Attributierungen vergangener Zeiten oder auch weltweit Attributierungen erinnert, dem wird plötzlich klar, dass das hier eigentlich nichts weiter ist als wieder Stigmatisierung und Diskriminierung. Der eine oder die andere von Ihnen wird jetzt innerlich zusammenzucken und sagen, na, das ist jetzt übertrieben. Ich zeige Ihnen jetzt mal nur ein Foto. Sie kennen alle diese Vorher-Nachher-Bilder, die man ja in jeder Zeitschrift immer wieder gezeigt bekommt, wo Reklame mitgemacht wird in Heidelberg, in der Rhein-Neckar-Zeitung. Sind das zum Teil ganzseitige Anzeigen für irgendein Institut, was mal wieder bewirbt, wie man abnehmen kann. Selbstverständlich gab es das früher bei den Schwarzen auch. Da wurden die Schwarzen beworben, wie man hell werden kann. Und das war eine ganz klare Regel, wie das früher auch stattfand. Also die Mechanismen, die da dahinter stehen, sind fast immer die gleichen. Und ich weiß nicht, wie Sie heute geantwortet hätten, aber in Stuttgart habe ich diesen Test tatsächlich mal mit einem TED-Verfahren gemacht und ein Viertel der anwesenden Ärzte und Ärztinnen sagten tatsächlich, Menschen mit Adipositas sind faul. Nicht ganz so stark, also nur das Wort nicht willensstark, sagen dann sogar 70% der Ärzte. Und ein Fünftel der Ärzte sagt, die Gene seien eine Ausrede. Ich glaube, es gibt im Augenblick nichts, was so sicher geworden ist, wie dass es die Genetik und auch die Epigenetik gibt, die dazu führt, dass Patienten kräftiger werden. Herr Bauer wird darüber nachher auch seine eigenen Ausführungen machen. Mehr als die Hälfte sagt, die Patienten müssten nur richtig einkaufen und sich mal anstrengen. Was das mit unseren Patienten macht, das ist so der Punkt, in den ich jetzt hier gerne einsteigen möchte. Und deswegen will ich meinen Impulsvortrag an dieser Stelle auch schon wieder beenden und bin gespannt, wie die Diskussion losgeht. Okay. Vielen Dank.
Herr Übel, für dieses kurze Einführungsreferat zur Adipositas und der Stigmatisierung. Und wir sind gespannt, wie Herr Bauer diesen Faden aufnimmt und weiter verfolgt. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen von meiner Seite. Zunächst mal, ich weiß ja gar nicht, wo Sie in Deutschland alles sind. Wir sind jedenfalls ganz im Süden. Bad Säckingen ist unsere Stadt, in der wir unsere Klinik haben. Und Bad Säckingen ist überall überregional bekannt durch die längste überdachte Holzbrücke Europas mit 200 Metern. Dann haben wir natürlich den berühmten Trompeter von Säckingen. Und dann ist unsere Klinik tatsächlich deutschlandweit die einzige Klinik, die dieses Zertifikat hat. Klinik für Diabetespatienten geeignet, DDG, oder auch Klinik mit Diabetes im Blick, DDG, also die einzige psychiatrische Klinik wohlgemerkt. Warum ist das eventuell für Patienten interessant? Hier unser Pflegeteam und Voraussetzungen für diese Zertifizierung ist zunächst mal die Schulung der Pflege. Eine intensive Schulung, was natürlich wichtig ist, weil die Pflege natürlich ganz nah dran ist an unseren Patienten. Und die Themen sind klar, Überzucker, Unterzucker, das muss gewusst werden. Auch der Diabetologe im Behandlungsteam hat natürlich Synergieeffekte, weil wenn Sie einen depressiven Diabetiker haben, der gleichzeitig noch schlecht eingestellt ist von seinem Diabetes, dann hat er allein durch den schlecht eingestellten Diabetes schon Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen, also alles Zeichen der Depression. Und ich werde es nie vergessen, ich hatte einmal eine Patientin zugewiesen mit einer schweren Depression. Am Schluss kam da eine neue Manifestation eines Typ-2-Diabetes raus. Die Patientin wurde eingestellt auf Insulin. Man konnte es Antidepressivum absetzen. Das war natürlich jetzt wirklich eine einmalige Sache, aber natürlich hier auch bezeichnet für diese Situation. Moment. Depression, Diabetes in Deutschland, beides häufige Erkrankungen, beides um die 10%. Die amerikanische psychiatrische Gesellschaft hat 2022 in New Orleans getagt und hat dieses 3D-Dilemma vorgestellt. Diabetes, Depression und Demenz. Drei Erkrankungen, die hohe Kosten verursachen, eine hohe Krankheitslast verursachen und enger zusammenhängen, als man denkt. Diese Zusammenhänge zwischen Diabetes und Depression sind immer besser erforscht. Wir haben unsere Leitlinie sagt, dass Typ 1 und Typ 2 Diabetiker einen Faktor 2 erhöhtes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Das ist noch irgendwo verständlich. Die Frage ist nur, wie das zusammenhängt. Hier sind die Zahlen, die ich dem Professor Berger verdanke. Somatisch Gesunde haben etwa 10% affektive Störungen und Diabetiker Typ 1, Typ 2 22%. Auch die Angsterkrankungen sind bei Diabetes häufiger. Womit hängt es zusammen? Die intelligente Fettzelle, die koordiniert Hormone und Botenstoffe. Wir haben jetzt hier das Cortisol, wir haben das Noradrenalin und wir haben die Entzündungsparameter TNF-Alpha, Interleukin 6 und 8. Und hier sind doch die Links, was auch jetzt beim APA so rüberkam, die Insulinresistenz, die hier verantwortlich ist durch diese Zusammenhänge. Und wir alle wissen, in der Diabetologie ist es nicht der BMI, sondern es ist das Bauchfett, was uns die Probleme macht, bei Frauen über 88, bei Männern über 102 Zentimeter. Das ist das stoffwechselaktive Fett, was das berühmte metabolische Syndrom dann auch schlussendlich ausmacht. Und zur Stigmatisierung in der Laienpresse möchte ich hier noch ein bisschen was ergänzen. Echt Fett, warum die Deutschen immer dicker werden und wer daran schuld ist, da wird immer der Schuldige gesucht. Und auch die medizinische Fachpresse lässt sich nicht lumpen. Tabletten ja, Lebensstil ändern nein, Herzpatienten immer fetter. Warum versagt die Prävention? Inhaltlich ist es sicher richtig, das ist die Euro-Aspire-Studie angesprochen. Der Erstautor David Wood schreibt, wir investieren ein Höchstmaß an Energie in die Akuttherapie von ischämischen Komplikationen, aber wir vernachlässigen die Prävention. Aber gucken Sie mal den Kollegen an, da meint man förmlich, seine Gedanken lesen zu können. Der sagt, Mensch, ich habe dir doch erklärt, wie das geht, warum nimmst du nicht einfach ab? Und das ist ein bisschen der Hintergrund, der uns verbindet, Herrn Übel und mich, dass wir da auch gemeinsame Lehrmeister haben, die das ein bisschen anders sehen und uns den Blick weiten. Das Problem der Adipositas ist nicht neu hier aus dem 17. Jahrhundert.
Bloß damals war es so ein Privileg der Oberschicht, während heutzutage eher der Zusammenhang ist mit niedrigem Bildungsgrad nach der nationalen Verkehrsstudie. Da sind die Adipösen zu suchen, weil sie sich auch das teure Essen aus dem Bioladen nicht leisten können. Ganz aktuell immer die Frage, welche Patienten sind gefährdet? Und das verbindet uns auch, Herr Übel und mich, dass wir sagen, es gibt auch gesunde Übergewichtige, ja, die man nicht behandeln muss, die letztendlich auch kein erhöhtes Risiko haben, vor allem dann, wenn sie körperlich aktiv ist. Und hier aus der Tübinger Forschung eine ganz interessante Cluster-Einteilung in drei Cluster, die wirklich gefährdet sind. Das ist das eine Cluster 3 mit der Insulinsekretionsstörung, mit der genetischen Belastung. Das sind die Eltern, die Großeltern schon Diabetiker gewesen. Das Cluster 5, was eine erhöhte Insulinresistenz hat und auch erhöhtes Leberfett und was man auch messen kann im Ultraschall. Während das Cluster 6 hauptsächlich das viszerale Fett hier hat, das Nierenhilusfett und die Insulinresistenz. Das sind die Gefährdeten, die, auf die wir aufpassen müssen, die erhöhte Nephropathie haben, mit dem Albumin-Kreatin-Quotient zu messen, erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und die, auf die müssen wir uns fokussieren. Also es gibt die gesunden Übergewichtigen nochmal, um es festzuhalten. Dann natürlich ist genetisch hier eine Prädisposition. 60% sagen wir ungefähr, aber bei den Pima-Indianern wissen wir es ganz genau. Hier die Pima-Indianer in Arizona, die essen halt das amerikanische Junkfood und die haben zu 38% Diabetes, ganz genau die gleichen Gene wie ihre Kollegen in Mexiko. Und die sind halt, die essen sich von Bohnen, Maismehl und Kartoffeln, sind körperlich aktiv, müssen viel arbeiten, beackern ihr Land noch ohne Maschinen und die haben bloß zu 7% Diabetes. Also das ist unser Lebensstil. Und warum ist es jetzt so schwierig, den Lebensstil zu ändern? Wir sehen es hier an einem doch sehr intelligenten Mann, dem Joschka Fischer, 1993, nach einer halben Stunde prominenten Fußball musste er eine halbe Stunde unter Sauerstoffzelt. 1998 war er Deutschlands bekanntester Marathon-Man, hat mit seinem Coach ein tolles Buch geschrieben, sehr lesenswert, wie er das geschafft hat, da seine 60 Kilo abzunehmen. Und es ist gut geschrieben, aber die Haltbarkeit war nicht so weit. 2004 passte er wieder in die gleichen Anzüge rein. Und das sieht man doch sehr gut, wie einfach der Verlauf ist, wenn der sogenannte Jojo-Effekt oder die modifizierte Setpoint-Theorie, wenn die Kalorien wieder steigen und der Kalorienverbrauch wieder sinkt, wenn es nur eine passagiere Sache ist. Was ist zu tun? Wir haben, der Herr Übel und ich, gemeinsame diabetologische Vorbilder. Und Sie sehen hier den Diabetologen Alexander Risse im Dialog mit dem Philosophen Professor Hermann Schmitz. Wir haben von beiden gelernt. Wir haben von Alexander Risse gelernt, dass er hat ganz früh gesagt, da war ich junger Diabetologe, es hat mich mir eingeprägt. Wir können als Ärzte unsere adipösen Diabetiker nicht verschlanken. Vor allem nicht mit einer Top-Down-Wissensvermittlung. Das können Sie gerade vergessen. Das Zweite ist, das Problem des diabetischen Fußes beruht auf dem Leibinselschwund. Ganz aktuelles Beispiel, ich habe hier einen 40-jährigen Diabetiker bei mir in der Klinik, da hat mich die Schwester heute Mittag gerufen, der hätte ein Problem am Fuß, der hätte sich eine Blase gelaufen. Wir haben das angeguckt, der hat eine dicke Schwiele an seiner großen Zehe, neu manifestierte Diabetes, wohl seit Jahren schon bekannt, beginnende Retinopathie, fortgeschrittene Neuropathie, der spürt nichts mehr am Fuß. Ja, der spürt nichts mehr. Der hat jetzt Sport gemacht, weil er zu übergewichtig war, hat es übertrieben, eine dicke Schwiele gelaufen. Und er hat ein klassisches diabetisches Ulkus an seiner Großzehe. Dieser 40-jährige Mann hat einen sogenannten Leibinselschwund. Den Namen muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Leibesinsel Fuß ist ihm vollkommen abhanden gekommen. Der spürt es einfach nicht mehr. Und ich habe 2 Jahre eine Fußambulanz mal geleitet und zwar für mich eine große Hilfe, einfach das zu wissen, die Aggressionen abzubauen, wenn ein Bauer zum 4. Mal mit dem Ulkus am Fuß kommt und halt am Fuß halt einfach nichts spürt. Er spürt einfach nichts und das muss man verstehen, da muss man da einfach hier sehen, was da dahinter steckt. Der Professor Schmitz, ganz interessant, Herr Übel hat mich draufgebracht, es gibt ein tolles Video von den beiden, kann man sich mal angucken. Der kommt vom Philosophen her, sagt, wir haben einen Spielraum für unser Verhalten. Unser Verhalten ist nicht determiniert. Das ist schon mal schön. Und
das ist jetzt psychologisch interessant oder für mich interessant als Psychosomatiker, ein Affekt kann nur durch einen anderen Affekt beschränkt werden. Da bezieht es sich auf den Philosophen Spinoza aus dem 17. Jahrhundert. Und das ist jetzt für uns ganz interessant, wenn wir das limbische System anschauen und die modernen Therapien, die dritte Welle-Therapien, die sind affektbasiert. Das heißt, wir versuchen mit unseren Patienten nicht Wissensvermittlung zu machen, sondern die Affekte zu mobilisieren. Dazu möchte ich Ihnen nachher ein bisschen was dazu sagen. Das möchte aber jetzt mal eine kurze Fallvignette noch aus der Praxis mitbringen, wo es um ein anderes Thema geht, was mir auch sehr am Herzen ist, liegt. Ein 54-jähriger selbstständiger Handwerker kommt zu uns wegen einer schweren depressiven Episode. Er hat auch als Nebendiagnose einen Typ-2-Diabetes seit 10 Jahren und er ist übergewichtig mit einem BMI von 36, einem Bauchumfang von 129 cm, also schon Adipositas Grad 2, hat auch einen schlecht eingestellten Zucker, einen HbA1c von 9,2% und die Diabetesmedikation ist im Prinzip okay, aber reicht offenbar hier auch nicht aus. Und jetzt ganz interessant, Herr Berger, die Aufnahmemedikation mit Mirtazapin, 30 Milligramm. Darunter schildert der Patient Heißhungerattacken und das Gewicht ist in den letzten Monaten um 6 Kilo gestiegen. Ich habe den Patienten nach einer Woche zum ersten Mal gesehen, habe das Mirtazapin sofort gestoppt und habe umgestellt auf ein SSRI, was gewichtsneutral ist, und habe die Diabetestherapie erweitert mit dem GLP-1-Analogon. Und er habe ihn dann nach 8 Wochen vor Entlassung nochmal gesehen. Er hatte 4 Kilo Gewicht abgenommen, die Heißhungerattacken waren komplett weg und die Depressiv-Episode war remittiert. Und hier so das Erste aus der Klinik für die Praxis. Es gibt Antidepressiva und Neuroleptika, die Sie vermeiden sollten, weil sie zu Gewichtszunahme führen, vor allem bei übergewichtigen Diabetikern. Wir kommen dann nachher nochmal speziell drauf. Ich möchte jetzt mit meinem Thema in der Klinik fortfahren, was wir jetzt so machen. Wir machen natürlich auch Ernährungscoaching, aber eher nach dem Prinzip von Schutz-Diera aus München, dass wir sagen, wir schauen mit dem Patienten, was essen Sie gerne? Also auf was können Sie absolut nicht verzichten und wo sind Kompromisse möglich? Also wir versuchen tatsächlich zu sagen, was ist sozusagen mit dem Patienten, auch was möchte er selber umsetzen? Bewegungscoaching, da haben wir eine Naturtherapie, wir haben den Bergsee direkt 1 Kilometer oberhalb der Klinik. Wir setzen auch Wearables ein, vor allem bei Männern sehr beliebt, der Schrittzähler, die also immer wieder drauf gucken, die Uhren und einfach sagen, Mensch, jetzt habe ich 11.000 Schritte schon heute erreicht, gucken Sie mal her. Dann sagen wir natürlich, super, das ist natürlich ein guter Ansatz und wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass man tatsächlich damit auch die Bewegung längerfristig steigern kann, weil man einfach auch genauso wie beim Tank mal sieht, wo man jetzt gerade steht. Wir haben das Delta-Konzept genannt. Delta ist ja der griechische Name für Differenz zwischen Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch. Das ist jetzt nichts Neues. Aber wir vernetzen das mit der multimodalen Therapie der Klinik, Psychotherapie, Fachtherapie, Gruppentherapie, Diabetes, Einzelberatung, diabetologische Beratung. Und da kommt das Prinzip vom Herrn Übel, die partizipative Entscheidungsfindung, die steht bei uns in der Lebensqualität ganz oben an. Weil letztendlich ist es so, in Depressiven, da können Sie nicht mit irgendwelchen Diäten kommen, ja, der hat da überhaupt keinen Kopf dazu, das ist vollkommen klar, sondern wir versuchen natürlich auch über die gute Küche etwas zu erreichen und da sind wir jetzt mit unseren Küchenleitern zusammengesessen in den letzten Wochen, Herr Jähne und ich, Herr Jähne hat da eine interessante Studie rausgebracht, die sogenannte Smiles Trial, eine australische Studie, die erstmals gezeigt hat, wir wussten ja, dass natürlich mediterrane Küche für die Gefäße gut ist, aber dass es tatsächlich für die Psyche was bringt, haben wir hier gesehen, die Ernährungsgruppe, die sich überwiegend mediterran ernährt hat, hat nach 12 Wochen tatsächlich signifikant auch die Depressivität stärker gesenkt als die Kontrollgruppe, die soziale Zuwendung bekommen hat. Das ist doch ganz interessant. Und wir haben daraus ein neues Label gemacht, eine neue mediterrane Soulfood-Vitalkost. Nicht als Zwang, sondern als Auswahl. Also jeder kann jetzt diese mediterrane Soulfood-Vitalkost wählen im Sinne einer partizipativen Entscheidung, ob er das dann auch umsetzen möchte hier in der Klinik, um da auch einen Benefit zu bekommen. Da wir ja nicht von Plänen essen, sondern von Tellern, kann man das auch ganz einfach machen, die neue Tellermitte. Statt Fleisch, Wurst, Käse und Fette haben wir hier Salate, Gemüse, Obst, Olivenöl, Nüsse sozusagen im Vordergrund. Das sind so die Hauptelemente dieser mediterranen
Rezepte. Dann natürlich die körperliche Aktivität, die aus dem Disco-Schulungskonzept meines Freundes Rüdiger Klarers Radolfzell ganz einfach formuliert, der tägliche Spaziergang, es geht nicht um Sport im eigentlichen Sinne, sondern es geht um körperliche Aktivität. Und da wissen wir ja, dass das ganz entscheidend auch für die Depression wichtig ist, von der Lichttherapie angefangen über die Bewegung. Das sind wirklich harte Daten, die wir da haben, dass es auch die Depressivität senkt, wenn wir hier auch mobilisieren. Und hier ein Buch, was ich sehr gerne empfehle, von Professor Halle, der aus der TU München, Zellen fahren gerne Fahrrad. Und das kommt auch immer sehr gut an, so drehen sie ihre biologische Uhr zurück. Ja? Weil natürlich ist dem Patienten nicht verborgen geblieben, dass natürlich Übergewicht auch mit den Gefäßen was zu tun hat und vor allem auch Diabetes. Das heißt, es geht hier viel um Bilder. Es ist eine ganz bildhafte Sprache, die er hier benutzt und sehr patientennah. Und bei dieser Auswahl hat sich bisher noch jeder Patient für den gepflegten Oldtimer entschieden, der hier natürlich wesentlich besser fahrbereit ist als das viel neuere Erstzulassungsgefährt. Jetzt kommt zum Herzstück meiner Ausführungen. Ich möchte Sie mitnehmen in die moderne Psychosomatik bezüglich Stress und in das menschliche Gehirn letztendlich. Da haben wir natürlich von der Stressbehandlung die Amygdala, das sogenannte Hot System, vergleichbar einem Feueralarm. Es brennt, da müssen Sie sofort raus. Da können Sie nicht noch groß Ihre Sachen zu Ende machen. Das heißt, hier wird blockiert, Gehirnregionen werden blockiert. Man kann nicht mehr gut denken, sondern man ist für die Akutfluchtreaktion, Stressreaktion gerüstet. Dann haben wir aber andere Stresssysteme, den Hippocampus vom limbischen System, der eher an der Behörde vergleichbar ist, die speichert, verarbeitet und so weiter. Eng zusammen mit dem präfrontalen Kortex, die beiden sind eine gute Einheit. Die sind aber in der akuten Stressreaktion lahmgelegt. Und wir haben natürlich auch den chronischen negativen Stress. Und hier bei dieser ganz einfachen Ausführung sieht man, dass wenn der niedrig ist, dann kann man einzelne Stressoren gut vertragen. Auch mal einen starken Stressor. Aber wenn ein chronischer Stress über Monate ist, und so kommen unsere Patienten zu uns, dann genügt schon der berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Und dieser chronische negative Stress, diese Folie verdanke ich Professor Berger, führt zu hohen Cortisolspiegeln, zu einer sympathikovagalen Dysbalance, auf Sympathikus bezogen. Und das Gesundheitsbewusstsein geht den Bach runter. Es wird viel geraucht, viel Alkohol getrunken, wenig bewegt und Essen wird zur Stressregulation eingesetzt. Essen ist der beste Beruhigungsfaktor überall zur Verfügung. Damit, das ist sozusagen einfach auch das, weil viele Übergewichtigen einfach auch das Essen eben zur Emotionsregulierung verwenden. Und wir haben hier ein erhöhtes Krankheitsrisiko, das ist klar. Und da ist auch eine Studie wegweisend, die berühmte ACE-Studie Kalifornien. Das sind über 17.000 Durchschnittsamerikaner von einer Versicherungsgesellschaft rekrutiert. Die wollten einfach wissen, die haben die Leute rekrutiert und haben sie über 10 Jahre beobachtet, 55- bis 65-jährige Durchschnittsamerikaner, und haben untersucht, nachgefragt, ob die Kindheitsbelastungen haben, weil das der Feliti, der hat es vermutet, dass viele, der hat eine übergewichtige Klinik geleitet in Kalifornien, und der hat gemerkt, dass diese Leute sofort wieder zugenommen haben, nachdem er seine Programme beendet hat, und hat die untersucht und hat gesagt, die hatten alle Kindheitsbelastungsfaktoren, sogenannte ACE-Faktoren, körperliche Gewalt, häusliche Gewalt, emotionaler Missbrauch, Substanzmissbrauch bei den Eltern, psychische Erkrankung des Elternteils, Scheidung, Trennung der Eltern. Und interessant dabei ist, deutlich erhöhte Mortalität bei diesen Stressfaktoren, mehr als 4 Belastungsfaktoren. Und wenn Sie auf die Homepage gucken, das CDC, oberste Gesundheitsbehörde der Amerikas in Atlanta, da gibt es die sogenannte ACE-Pyramide, können Sie abrufen. Und da sehen Sie die frühen Stresserfahrungen in der Kindheit als psychobiologische Dysfunktion, das heißt einfach Stress, führt zu emotionaler kognitiver Beeinträchtigung, Risikoverhalten, Krankheiten und vorzeitigem Tod. Auf der einen Seite Suizidalität, Depression, da haben wir die psychische Seite. Und auf der anderen Seite Typ-2-Diabetes, wohlgemerkt, Schlaganfall, koronare Herzerkrankung, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. Also wir haben hier den chronischen Stress als Basis auch für ganz normale Volkskrankheiten, wo wir denken, das hat jetzt mit Stress überhaupt nichts zu tun. Das hat natürlich auch für die Therapie eine Konsequenz.
Bessel van der Kolk, ein Traumaforscher, auch aus USA, der viel mit Traumatisierten gearbeitet hat, hat ein Buch geschrieben, The Body Keeps the Score. Der Körper führt Buch. Und meine Philosophie ist, ich sage es den Patienten, ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt, sogar seit der Empfängnis, ist ihre Stressachse mit ihnen gewachsen und ist mit ihnen auch natürlich geschädigt worden, mit allen Dingen, die sie erlebt haben. Und das bringt die Leute dazu, dass sie das verstehen. Unser Cockpit in der Stressbewältigung, der präfrontale Kortex, hat zwei Anteile, zwei Piloten, sage ich. Der dorsolaterale, das sagt der Bessel van der Kolk, steht nicht in direkter Verbindung zur Amygdala, die wir hier unten haben. Das heißt, sie können durch eine kognitive Verhaltenstherapie überhaupt keine Stressregulation hier beim besten Willen allein erreichen. Aber der Co-Pilot, der mediale präfrontale Kortex, ja, der hat eine solche Verbindung, weil es nämlich die oberste Repräsentanz des limbischen Systems ist. Das heißt, sie können über eine emotionale Ansprache der Patienten, ja, können sie praktisch, und das ist jetzt sehr vereinfacht, das ist natürlich nicht in unserem Gehirn so, aber wir haben in unserem Gehirn Anteile, die eher rational sind und wir haben Anteile, die eher emotional sind. Soweit stimmt's. Und er sagt als Quintessenz seines ganzen Buches, wir sollen mit unserem emotionalen Gehirn Freundschaft schließen. Ja, wie sollen wir das denn machen? Und dazu letztendlich ist auch die partizipative Entscheidungsfindung in unserem Gehirn. Ich sage immer, diese beiden Piloten, die müssen zusammenarbeiten. Das macht doch Sinn. Ja, und hochkarätig publiziert, eine andere neue Wissenschaftlerin, die Catherine Bushnell in Nature Neuroscience, das ist so immer das Höchste, was man so publizieren kann, die sagt, das sagt genau dasselbe. Wir haben die kognitiven Möglichkeiten hier im dorsolateralen präfrontalen Kortex, die übrigens keine direkte Verbindung zur Amygdala hat, sehen Sie hier auch nicht. Affektive Möglichkeiten, der ventromediale präfrontale Kortex, die direkte Verbindung zur Amygdala. Dann haben wir regulative Elemente in der Psychosomatik und wir haben die Bindungsebene in der Psychosomatik. Und hier hat mal Bas Kast, ein Psychologe, mal spaßeshalber geguckt, was so die kognitive Seite so in Computerleistung drauf hat. Das sind etwa so 50 Bits pro Sekunde. Emotional. All das, was zu uns kommt, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, tasten, das sind 11 Millionen Bits pro Sekunde. Das zeichnet Patienten immer, wir wollen das doch nutzen, sie können das doch nicht außen vor lassen. Das heißt, wir suchen jetzt Möglichkeiten, wie wir an diese Emotionen rankommen, in sinnvoller Weise, damit wir das limbische System von oben nach unten runter regulieren. Und das geht nur über diese emotionale Schiene aus meiner Sicht. Und der Art Dixterhus, der hat da tolle Experimente gemacht, da können Sie auch mal nachschauen im Internet. Und er sagt dann, unser Unbewusstes ist viel schlauer, als wir gedacht haben oder als wir denken. Ja? Das ist jetzt eine späte Sache, die Freud natürlich auch schon gewusst hat, aber wir sehen das jetzt mittlerweile als Psychosomatiker nochmal unter einem anderen Licht, eben im Sinne der modernen Hirnforschung. Ich möchte Ihnen ein Therapieverfahren der dritten Welle noch in diesem Punkt näher bringen, was wirklich hier auch wegweisend ist. Sie haben im Prinzip diese Akzeptanz- und Commitment-Therapie als Beispiel. Es gibt noch andere, aber die hat sich jetzt bei uns bewährt, bei chronischen Erkrankungen, Schmerz, Stress, Diabetes. Da haben wir oft dieses Monster, was im Weg steht. Wir wollen eigentlich dahin, wo die Insel ist, mit den Palmen und der Sonne. Und hier ist der Vulkan, da ist es kalt und so, da möchte man gar nicht hin. Aber das Monster Stress, Traurigkeit, Angst, Schmerz, schwierige Gedanken stehen da voll im Weg und lassen uns da eigentlich nicht durch. Wir stehen da auf der Stelle und wissen nicht weiter. Dann sagt ACT, der Mensch ist erstaunlich anpassungsfähig. Gucken Sie in die Wüste bei 50 Grad mit den Nomaden, die kriegen das hin, die können überleben. Ja, die kriegen ihre Lasten transportiert über diese vielen Kilometer. Und auf der anderen Seite der Welt, die Eskimos, die schaffen das auch zu überlegen. Das heißt, der Mensch hat eine erstaunliche Flexibilität. Das ist immer wieder überraschend, wenn er gesund ist. Ja? Und ACT sagt, eine eingeschränkte Flexibilität führt zu Leiden. Leiden heißt, es ist mehr als die böse Welt mir zumutet, sondern das sind Sachen, die mit mir selber zusammenhängen. Ja? Und die schwierigen Gedanken und die Gefühle. Und Ziel von ACT ist, den Umgang wieder flexibler zu gestalten, hier wieder eine Flexibilität reinzubringen. Und hier dieses ACT, dieses Akzeptieren, kann man mal sagen, das bedeutet nicht runterschlucken von Dingen, die ich nicht bewältigen kann und halt für mich behalten, sondern Raum schaffen, das ist so eine schöne Metapher, Raum schaffen für unangenehme Gefühle im Rahmen der Therapie, im Rahmen der Gespräche.
dann choose, wissen, was zählt, was sind meine Werte, wo sind meine Prioritäten? Ist es der Job, der mich kaputt macht und der Chef, der mich zum Wahnsinn bringt, oder ist es die Familie, meine zwei Kinder, die mich brauchen als Mensch? Ja? Das sind einfach Prioritäten, die man mal setzen muss, und dann hat man dann auch, dann wird vieles einfacher. Und bei Take Action heißt, ich muss tatsächlich auch manchmal den Reifen auf die Piste bringen, ich muss tatsächlich mal die Sachen umsetzen, damit es dann auch wirksam ist. Und die Annahmen von ACT sind sehr sympathisch. Sie sagen einfach, auch schmerzvolle Erfahrungen sind unvermeidbar. Das bringt nichts, kann man nicht außen vor lassen. Ein erfülltes Leben ist durchaus auch mit unangenehmen Empfindungen verbunden. Und jetzt kommt das Beste. Der Professor Eifert, den ich sehr schätze, habe ich mal persönlich kennengelernt, sagt, das wichtigste Ziel ist nicht unbedingt, sich besser zu fühlen, sondern vielmehr besser zu fühlen. Also es geht genau in die gleiche Richtung der Emotionen, die alt wahrzunehmen sind. Und das wäre dann nachher das Ergebnis einer erfolgreichen Therapie. Das Problem ist immer noch da, das ist nicht wegzudiskutieren, aber der Mensch hat einen Umgang gefunden, der Weg ist frei zu seinem Ziel, zu der Sonne und den Palmen. Und hier dieses Monster hat doch eigentlich weniger Macht als jetzt vorher gedacht. Das wäre sozusagen der Punkt. Ich bin jetzt auch schon fast am Schluss. Ich möchte Ihnen zwei Dinge mitgeben. Das eine ist, es gibt Antidepressiva mit dem Risiko der Gewichtszunahme. Das ist einmal, falls das Mirtazapin, wo Sie aufpassen müssen, dass die alle Tricyclika und bei den SSRI das Paroxetin. Das sind die Antidepressiva und dann natürlich die Neuroleptika mit Clozapin und Olanzapin an erster Stelle, aber auch Risperidon und Quetiapin. Deshalb ist es deshalb haben so viele Schizophrene auch Diabetes. Es ist ja unglaublich, was da an Diabeteshäufigkeit da ist, auch oft sehr schlecht eingestellt, weil natürlich da die Compliance sehr schwierig ist und auch die Patientenführung sehr schwierig ist. Aber das ist einfach gut zu wissen, dass man da auch gar nichts dafür kann, sondern dass das auch der Medikation geschuldet. Es gibt auch durchaus Alternativen, wie zum Beispiel das Aripiprazol. Und das Letzte ist die partizipative Entscheidungsfindung, die ich wirklich sehr gut finde. Es gibt da auch ein sehr kleines Büchlein, Diabetes akzeptieren und Motivation gewinnen, also D-ACT, Selbsthilfe mit Hilfe der Diabetes-Akzeptanz- und Commitment-Therapie, in Kombination mit einer störungsspezifischen Psychotherapie ist das, glaube ich, eine gute Lösung. Und ich bin sehr froh, in einem Team zu arbeiten, weil Psychodiabetologie geht nicht als One-Man-Show. Und hier in der Schneckenhalle 13 in Bad Säckingen haben wir ein großes Team, was toll arbeitet und wo ich jeden Tag gerne hingehe. Und damit möchte ich dann auch schließen und bin gespannt auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Bauer, für Ihren schönen Vortrag und interessanten Aspekte, die Sie gebracht haben. Herr Übel hat ja am Anfang nur ein Impulsreferat zum Thema Adipositas und Stigma gehalten. Und ich würde eigentlich mich sehr freuen, wenn Herr Übel, wenn Sie nochmal daran anknüpfen würden und zu dem, was Herr Bauer gerade gesagt hat, nochmal ein Stück aus der hausärztlichen Praxis antworten und dazu Stellung nehmen würden und vielleicht Ihr initiales Impulsreferat noch ein bisschen erweitern und verbreitern würden. Ich mache das gerne. Tatsächlich verbinden uns die genannten Philosophen, Wissenschaftler und ja, auch Ihr Bruder, Herr Berger, gemeinsam. Ich fange mal mit Ihrem Bruder an. Ich bin ein Skeptiker. Das hat ja nur Herr Berger immer gefordert, hinterfragt, ob das, was wir da den Patienten erzählen, ihnen tatsächlich zum Schluss nutzt. Und da bin ich ganz, ganz zurückhaltend geworden in 20 Jahren hausärztlicher Tätigkeit. Ich habe angefangen, indem ich Sportgruppen angeboten habe und bis heute verbinden mich viele gute Freundschaften mit Patienten, die damals dem Doktor zeigen wollten, wie man richtig joggt. Die Patienten mit Diabetes habe ich vertrieben am Anfang. Die sind da nicht wieder gekommen. Und auch ein Delta-Programm oder ein Programm, was Patienten erklärt, auf was es denn so ankommt, hat immer zwei Seiten. Die wichtigste Seite ist garantiert die,
dass man zuhört. Wenn heute ein Dicker in die Praxis kommt zum Beispiel, dann ist nicht die erste Frage, was denn jetzt gemacht werden muss, sondern die erste Frage sollte immer die sein, was ist denn schon passiert? Patienten, die von jedem Orthopäden bisher gesagt bekommen haben, du musst halt mal abnehmen, die aber schon 70 Kilogramm abgenommen haben. Und wenn sowas gar nicht bemerkt wird, gewertschätzt wird, von den Patienten oft selbst nicht gewertschätzt wird, dann haben wir an der Stelle schon verloren. Und das ist tatsächlich der Punkt, der ich glaube, der viel, viel wichtiger wird. Und dann treffen Herr Bauer und ich uns wieder, indem man sich eben Zeit nimmt und mit den Patienten evaluiert, was denn wirklich geht. Und aus der Forschung weiß ich, dass dieser Stress, von dem Sie ja vorhin sprachen, Herr Bauer, natürlich auch in eine ganz andere Richtung interpretiert werden kann. Dicke Leute haben einen viel größeren Stress gemacht von ihren Hausärzten, gemacht von Psychologen. Die Seite, die ich vorhin erwähnt habe, die Sie ja später auch einfach abrufen können nochmal, die zeigt ganz deutlich auf, dass es zwei Berufsgruppen in Deutschland gibt, die am meisten stigmatisieren. Und das sind die Ärzte und die Psychotherapeuten, die für ihre dicken Patienten eindeutig weniger Zeit opfern als für ihre schlanken und die sich auch ärgern. Und dieses Interview vom Herrn Schmitz, da ist mir vor allem hängen geblieben, dass der gesagt hat, naja, die Ärzte sehen sich dort als diejenigen, die sich ärgern. So wie Sie das vorhin an diesem Arzt mit dem dicken Patienten nebenan gezeigt haben. Mensch, ich habe dir jetzt dreimal erklärt, du musst abnehmen und du, fieser Kerl, machst es immer noch nicht. Und jetzt kommt tatsächlich dieser Prozess der unterbewussten Stigmatisierung, auf die wir viel, viel mehr Acht geben müssen und auch immer fragen müssen, was denn tatsächlich hilft. Ist es für einen Patienten tatsächlich so erstrebenswert abzunehmen, weil Folgeerkrankungen seltener werden? Die Evidenz ist erdrückend, wie gering da der Effekt ist. Also gering bis gar nicht vorhanden. Es gibt keine so gut gemachte Studie wie die Look-Ahead-Studie, die zeigt, dass zumindest für den Gros der Patienten das einfach nicht klappt. Es gibt immer wieder Patienten, die man reaktivieren kann, die früher schon gerne Sportler waren, die soll man auch wieder reaktivieren, die soll man erkennen. Und das, was wirklich klappt, ich habe ein paar Folien ja noch vorbereitet und ich mache das jetzt auch. Das hier ist eine Folie, an die ich Sie gerne hinweisen will. Das ist ein Thesenpapier der Leopoldina, wo erstaunlicherweise deutschlandweit bekannte Adipositologen mitsitzen, die auch sagen, hört doch endlich auf und lasst Menschen, die dick sind, erstmal in Frieden. Aber Studienevidenz für Gewichtsreduktion, die wirklich glücklich macht, da gibt es gar nicht so viel. Und die es gibt, zum Beispiel könnte man eine Tombola oder hat man eine Tombola gemacht. Das war ein 2011 ein soziales Experiment. Und da haben Menschen in armen Wohnvierteln gewonnen und die durften in reiche Wohnviertel umziehen. Und siehe da, diese Menschen haben plötzlich abgenommen. Das hat geklappt und die Patienten waren glücklich. Was Ähnliches hat man gemacht mit Schwangeren, die zu kräftig waren. Man hat ihnen einfach die Chance gegeben, woanders hinzuziehen. Und siehe da, sie waren nicht mehr so kräftig wie die anderen. Bekannt ist, dass wenn sich dicke Menschen von ihren Partnern trennen, sie dann doch relativ häufig schlanker werden. Also gerade für Männer ist das tatsächlich ganz schön nachgewiesen. Aber nicht böse sein, so ähnlich sieht auch meine Praxis aus. Als Hausarzt, als Hausärztin werden wir das wohl kaum schaffen, dass wir hier tatsächlich Gesellschaften verändern. Das heißt, unser Job muss vielleicht viel mehr sein, die Patienten abzuholen, ihre Probleme zu verstehen und jetzt wieder an uns selbst zu arbeiten, Probleme auch einfach lernen zu akzeptieren. Was kein Nihilismus ist, weil wenn ein Patient kommt und sagt, er will, dann ist das gut, dann werde ich ihn auch unterstützen. Aber der Patient, der das nicht schafft, das ist derjenige, auf den wir am meisten aufpassen müssen.
War es das sehr übel? Ja. Nein, ich war mir unsicher, ob Sie noch mehr Bilder zeigen. Ich habe noch mehr Bilder, aber wir wollen ja hier auch diskutieren. Also deswegen. Ja. Kann noch mehr zeigen. Also für mich ist immer hilfreich, das ist aber auch irgendwie damals aus den Gesprächen mit meinem Bruder hervorgegangen. Es gibt so drei Arten von Beziehungsgestaltung zwischen Arzt und Patient. Das eine ist eben, dass Patienten auf keinen Fall in eine inferiore Position gegenüber Ärzten kommen wollen. Dann nutzen sie Ärzte eigentlich nur wie ein Think Tank. Den zapfen sie an, wie man heute das Internet anzapft. Sie wollen nur Wissen vermittelt bekommen, aber nicht in eine wirkliche Beziehung einsteigen. Das sind die, die auch immer mehr irgendwie, wenn sie zum Arzt kommen, schon mal nur dahin gehen, weil sie im Internet sich nicht genügend haben bedienen können. Das zweite ist die patriarchale Beziehung, wo der Arzt eben in einer überlegenen Situation ist und dem Patienten Ratschläge gibt und Empfehlungen und so weiter, aber von oben runter. Das mögen auch manche Patienten, die in so einer abhängigen Position sich eher wohlfühlen und das irgendwie. Aber die meisten Patienten, die möchten eigentlich eine partizipative Beziehung haben. Und darauf haben Sie ja sehr abgezielt, Herr Übel und Herr Bauer auch. Die möchten eigentlich auf der gleichen Ebene und möchten angenommen werden und als gemeinsam, dass der Arzt sich wirklich für sie interessiert und alles, was gemacht wird, gemeinsam erarbeitet wird. Und ich glaube, dass dieser Weg für Patienten, die sich, und deswegen schließt sich für mich der Kreis, wenn ich Ihnen zuhöre, dass eben die Stigmatisierung eben ganz besonders empfindlich macht für patriarchale Beziehungsgestaltung durch den Arzt, auch nicht ausreicht, nur Wissensvermittlung, wie es eben zumindest im Beginn in den Schulungsprogrammen von meinem Bruder, das war eben Wissensvermittlung, das war eine Unterrichtung, wie man es machen sollte, sondern für die meisten sehr wichtig ist, dass sie aus dem Unterlegenheitserleben, aus der Inferiorität plötzlich merken, dass sie auf einer gleichen Ebene gesehen, ernst genommen werden und alles, was gemacht wird, mit ihnen gemeinsam gemacht wird. Und das ist ja das, was auch Herr Bauer mit der ACT-Therapie dargestellt hat, wo es eben auch kein Gefälle gibt, sondern wo man eben gemeinsam die Werte erarbeitet, die Patienten haben, lernt gemeinsam, dass der Patient gemeinsam eben lernt, dass man manches akzeptieren und nicht verändern muss und daraus eben sich nicht entmutigen lässt, seine Ziele umzusetzen. Also insofern, glaube ich, ist Herr Bauer und Sie auf gleichem Wege. Und ich denke, Sie haben sehr gut damit begonnen, über das Stigma-Problem zu reden. Was irgendwie die Ausgangsposition ist, wie der Patient in die. Und wenn Sie sagen, Ärzte und Psychotherapeuten sind die am stärksten stigmatisieren, dann bin ich erstmal erschrocken. Aber wie ich Sie kenne, werden Sie wahrscheinlich einen Beleg dafür haben. Ich habe den Beleg, tatsächlich wird der auf den Seiten der Stigmata-Gruppe gemacht. Ich habe tatsächlich noch ein paar andere, einfach harte Daten, die ich wirklich gerne noch dann jetzt zeigen würde, wenn wir die 5 Minuten noch haben. Ja, gerne. Dann mache ich das jetzt doch auch hier nochmal. Na, so. Das ist zum Beispiel jetzt eine Aussage aus diesem von Leopoldina gemachten Sache. Das steht da mehr oder weniger 1:1 drin. Wir haben uns einfach falsche Vorstellungen gemacht, wie das mit der Kilokalorienrestriktion funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert auch immer nur kurzfristig. Und alle Reduktionskostdiäten sind im Durchschnitt 4 Kilogramm. Kommen und halten keine 2 Jahre und man muss ein Leben lang ein Restrained Eater sein. Neben der Stressgeschichte, die auch Achim Peters hier in Deutschland sehr, sehr genau anschaut und die Cortisolgeschichte, dass diejenigen, die Stress kriegen, mehr Cortisol haben und dann dicker werden, die ist mehr oder weniger bewiesen. Gibt es noch die metabolische Adaptation, bekannt so ein bisschen als Jojo-Effekt. Der Körper reagiert einfach, der merkt sich was und schraubt die Temperatur runter. Und deswegen diese Ewigkeiten immer wieder erzählte Geschichte, man muss genauso viel Kilogramm verbrauchen, wie man zu sich nimmt, die stimmt einfach nicht. Unser Körper ist viel cleverer und er reagiert.
Dann ein Punkt, der immer gerne vergessen wird, ist der Zielkonflikt, den Betroffene haben. Das ist für Diabetiker fast noch schlimmer als für Adipöse, denen dann extra Kuchen gebacken werden, denen man extra Bücher hinlegt, was sie denn jetzt machen sollen. Ich finde es auch ganz, ganz schlimm, dass Diabetiker immer mit Stöcken durch den Wald laufen müssen, während andere den Sport machen dürfen, den sie gerne wollen. Essen ist was sehr Persönliches und wir haben damit natürlich auch immer positive Verbindungen und selbst Leute, die alleine leben, versuchen in ganz großer Menge zusammen zu essen. Also Singles haben in 60% ihrer Hauptmahlzeit trotzdem in Gesellschaft. Und es gibt ein universelles Phänomen, das soziale Bindungen und positive Emotionen steigert, wenn man einfach zusammen isst, im wahrsten Sinne des Wortes isst und isst. Und das sind Sachen, die sollte man nie vergessen, wenn man versucht, da rein zu krätschen. Und zwei Folien, die ich mir noch so aus einer anderen Ecke gemacht habe. Wir sind zum Beispiel so, dass wir Menschen empfehlen, die sollen kalorienarme Getränke trinken oder kalorienreduzierte Beverages zu sich nehmen, also artifiziell gezuckerte Ernährungen. Und siehe da, die ersten Studien, die wir dazu haben, mittlerweile überwiegend in China gemacht, zeigen, wer mehr als 2 Softdrinks am Tag mit künstlichen Süßungsmitteln trinkt, der stirbt. Und durchaus, die ersten Studien hatten Hazard Ratios wie die Nikotinraucher. Und vor ganz kurzem ist jetzt auch in Frankreich das wieder nachgewiesen worden. Unsere Empfehlungen, die wir so oft geben, die sind unter Umständen mit einer größeren Gefahr verbunden, als wir uns das immer vorstellen, weil wir diesen komischen Gedanken der Patient muss weniger Kalorien zu sich nehmen, immer noch so tief in uns haben und in Wirklichkeit gar nie hinterfragt haben und erforscht haben. Und das ist, glaube ich, auch noch schlimm und auch böse, weil der Gedankengang geht immer in diese Richtung und vielleicht eher sollten wir uns überlegen, was hilft Menschen mit Diabetes wirklich. Und heute glaube ich, dass die Gewichtsabnahme nicht der Punkt ist, auf den wir fokussieren sollten. Ja, vielen Dank. Herr Jähne, Sie müssen mir ein bisschen helfen. Ich glaube, ich kann das nicht sehen, ob Fragen eingegangen sind. Tatsächlich habe ich auch keine offenen Fragen eingegangen. Was vielleicht ein bisschen schade ist, aber auch noch mit einem kleinen Aufruf verbunden wird, wenn Kollegen sich noch zu Wort melden möchten, dann tun Sie das bitte. An uns liegt, Herr Bauer, wir haben die Leute hier zugetextet. Ist vielleicht auch ein Kompliment an die Referenten, die ein Thema, was sehr vielschichtig und komplex ist, durchaus sehr umfassend dargestellt haben, würde ich sagen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil der Rechner bald abgestellt wird. Ich würde gerne noch zum Ende Sie auf etwas aufmerksam machen. In der Hausarztpraxis wird immer gesagt, Herr Bauer hat jetzt wieder ACT vorgestellt, das ist super, ist wirklich ein ganz tolles Verfahren, aber wie lernt man das denn? Und ich habe mit dem Lehrstuhlinhaber für Allgemeinmedizin in München, Herrn Professor Gensichen und Herrn Herter, einem Medizinpsychologen, geben wir gerade ein Buch heraus über psychologische Kurzinterventionen in der Hausarztpraxis, wo mit vielen Videos erklärt oder dargestellt wird, wie man zum Beispiel ACT anwendet. Und das kann man mit Hilfe zumindest der medizinischen Fachangestellten, kann man sehr viel in den Hausarztpraxen machen, weil das Überweisen an niedergelassene Psychotherapeuten bedeutet oft für die Patienten mehrere Monate warten, zu Psychiatern in der Regel inzwischen auch schon 1-2 Monate. Und die meisten Patienten möchten eigentlich mit psychischen und psychosomatischen Beschwerden von ihren Hausärzten behandelt werden, weil sie die gut kennen und weil das für sie am einfachsten oder am naheliegendsten ist. Aber die Vermittlung solcher Kompetenzen, wie man das macht, ist oft irgendwie, weiß man gar nicht, wie man das erlernen soll. Und deswegen haben Herr Gensichen und ich haben dieses Buch hier, jetzt, das in Kürze im Elsevier Verlag erscheint und wo das eben sehr intensiv dargestellt wird, wie man mit Depressiven, mit Angstsymptomen oder eben mit Schmerz oder eben hier mit allem, was mit Compliance
zu tun hat, wie man da eben mit kurzen Interventionen intensiv und evidenzbasiert helfen kann. Damit möchte ich meinen Teil der Moderation beenden und darf zum Abschluss an Sie, Herr Jene, weitergeben und mich bei Herrn Übel und Herrn Bauer sehr für die schönen Vorträge bedanken. Sehr schön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank an Sie, an die Referenten, an den Moderator. Ich sehe gerade, wir bekommen schon die Nachricht, wir müssen zum Ende kommen, weil sich tatsächlich demnächst die IT einschaltet und ein Sicherheitsupdate aufspielen muss. Das tut mir leid. Wir haben noch eine kleine Frage, aber ich glaube, die ist schon auch beantwortet worden. Sie können aber gerne noch auch unsere E-Mail-Adresse nutzen, um Fragen zu stellen. Die zeige ich Ihnen im nächsten. Ich möchte aber, bevor wir Schluss machen, auf die nächsten Vorträge in dieser Reihe hinweisen. Es geht in 2 Wochen tatsächlich weiter mit dem Thema, etwas verwirrt, psychiatrische Notfälle und danach, nach den Sommerferien, mit den spannenden Themen Schmerz, Demenz und anderen Themen. Ich würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Sie erhalten vorher natürlich eine Einladung dazu. ADHS ist noch ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Und würde mich freuen, wenn Sie natürlich auch noch ein bisschen mehr unter Ihren Kollegen weiter Werbung machen für diese Vortragsreihe, weil ich glaube, es war heute ein sehr informativer Abend und es werden auch informative Abende weiter sein. Wenn Sie noch Fragen haben, die wir jetzt nicht beantworten konnten, hier sehen Sie unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse. Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail und wir leiten das dann auch an die Referenten entsprechend weiter, wenn noch tatsächlich Aspekte unbeantwortet geblieben sind. Ja, ich sage in diesem Sinne ein ganz, ganz herzliches Dankeschön nochmals an unsere beiden Referenten und an unseren Moderator für diesen wirklich sehr schönen und sehr informativen Abend. Ich sage Ihnen allen ein ganz großes Dankeschön für Ihr Interesse und für Ihre Zeit, die Sie heute aufgebracht haben, bei uns zu sein. Ich denke, wir haben doch nochmal ein wichtiges, vielleicht vertrautes Thema nochmal neu kennengelernt. Und das ist das Ziel dieser Reihe. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie in 2 Wochen oder im September wieder begrüßen können zu einem unserer Webinare hier im Rahmen der Vortragsreihe der Oberbergklinik Rhein-Jura in Bad Säckingen. Und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für diesen schönen Abend und vielleicht für die nächsten Tage, die da kommen. Wenn sie mit Ihnen mit Urlaub verbunden sind, umso schöner. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön und auf Wiedersehen.